Ist es überhaupt eine gute Idee, heutzutage noch in den USA zu studieren? In diesem Video geht es genau darum, dass man mal wirklich so ein bisschen die Vor- und Nachteile versteht, um dann für sich eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen zu können. Ich mache das immer so ein bisschen abwechselnd, einfach um so die wichtigsten Dinge natürlich, die wichtigsten Argumente mal auf den hier rauszuhauen. Es gibt natürlich für viele individuell noch ein paar versteckte Gründe dafür oder dagegen. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich fange mal an mit einem großen Nachteil. Und das ist der, wirst halt weit weg sein von deinen Freunden oder deiner Familie. Die USA ist definitiv kein Land, was du irgendwie mal ein paar Stunden mit dem Auto anfahren kannst oder hinfliegen kannst, wie in ein europäisches Ausland, sondern es ist eine andere Zeitzone, du musst über den Atlantik, ist immer mit einem gewissen logistischen Aufwand verbunden. Das heißt, du weißt, dann wirst du deine Lieben erstmal nicht wiedersehen. Natürlich, Vorteil, wirst neue Leute kennenlernen, aber ich denke, das können wir so stehen lassen. Das ist etwas, wo man sich darauf einlassen muss. Ein Vorteil ist, um genau mal auf der gleichen Ebene zu bleiben, Menschen, die du neu kennenlernen wirst, du hast einen enormen Zuwachs, was dein eigenes soziales Kapital angeht. Gerade die internationalen Studenten, die dann doch den Schritt gehen und sagen, naja, ich verlasse jetzt mein altes Heimatnetzwerk, ich gehe da raus und ich gehe in die USA. Das sind überdurchschnittlich ambitionierte Leute. Du hast dann natürlich die Möglichkeit, dich mit Leuten auszutauschen, die eher auf deinem Niveau sind, wenn du sagst, ich habe ein bisschen mehr Lust vom Leben. Ich habe mehr Lust, dem Leben mehr zu geben, aber auch mehr zu bekommen dafür. Das sind Leute mit dem Mindset, die eher in die USA gehen, die halt nicht den 0815-Weg gehen. Die lernst du kennen. Vielleicht balanciert sich das dann wieder so ein bisschen aus. So ein weiterer Nachteil sind für viele die Kosten. Da gibt es andere Videos, wo ich schon ganz direkt auch gesagt habe, du kannst heute in den USA studieren. Zu den Kosten eines Studiums in Deutschland. Ja, und auch von der Organisation so leicht wie ein Studium in Deutschland. Aber wenn du jetzt wirklich es komplett nur auf die Kosten ankommen lässt und du sagst, nein, dann muss ich dir recht geben, wenn ich zu Hause wohne bei meinen Eltern und meine Mama und mein Papa bekochen mich, dann spare ich tatsächlich noch Geld. Im Gegensatz zu, weil in den USA wird das nicht passieren. Ja klar, da muss ich dir recht geben, das stimmt. Aber wenn du es jetzt mal auf, wenn du den Mehrwert mal betrachtest, also ja, du investierst die Kosten eines Studiums in Deutschland, in den USA, die du studieren würdest, wenn du in einer anderen Stadt studierst. Und dann guckst du mal, was du dafür bekommst. Ein Leben lang an Möglichkeiten, an Jobmöglichkeiten. Das Netzwerk haben wir schon besprochen, aber hier auch die ganzen Möglichkeiten, die sich dir öffnen mit einem internationalen Abschluss, mit deiner eigenen persönlichen Erfahrung und deiner Reifung im Ausland. Das hast du hier nicht. So, ein weiterer Nachteil. In Deutschland könnte sein, da geht es mir jetzt schon, oder ein weiterer Vorteil in Deutschland, ein Nachteil in den USA, ist, dass du hier eine relativ gute Bildung bekommst. Also gehen wir mal auf die akademische Qualität ein, zu einem günstigen Preis. Semesterkosten sind ja nicht so teuer. Und in den USA, also die kriegst du immer, die ist gesichert in Deutschland. Es geht ja nichts ins Bodenlose. In den USA sind die schlechtesten Universitäten der Welt, genauso wie die besten Universitäten der Welt. Das System ist dort einfach nach oben und nach unten offen. So, und wenn du jetzt sagst, hey, diese relativ solide Grundlage an akademischer Qualität reicht mir, nehmen wir mal Statistik für dich, ja, wir haben in den USA 33 der weltweiten Top 50 Unis. In Deutschland ist es nur eine. In Deutschland ist es eine, also ich glaube, die LMU in München ist es, die hat es ins weltweite Top 50 Ranking geschafft. In den USA hast du, wie gesagt, 33. Da hast du mehr Qualität oben. So, nach unten auch, aber wie gesagt, da werden wir auch aufpassen, dass du da niemals hinkommst, weil wir wollen halt die schlechtesten Unis in den USA weiträumig umgehen. Deswegen vermitteln wir niemals an die schlechtesten 80%, sondern bewegen uns immer nur in den Top 20% aller Unis in den USA. Wenn du herausfinden möchtest, ob das für dich auch geht oder wo du letztendlich auch landen könntest vom Ranking, was das Ganze für dich persönlich kosten würde und auch auf was du vielleicht achten musst, damit du an eine Uni kommst, wo du wirklich überdurchschnittlich ambitionierte junge Leute hast. Ja, dass der Uni-Spirit und der Charakter der Uni auch zu dir und deinen Ambitionen passt, dann kontaktiere uns. Mein Team und ich haben unter diesem Video hier einen Link platziert mit kostenlosen Vorgesprächen, wo du uns mal kennenlernen kannst und wir dich auch. Du kannst auch auf unserer Website www.eprof360.com nachschauen und dich da mehr informieren.
Aber wir empfehlen dir immer, mach direkt die persönliche Beratung. Geht schneller, ist halt auch persönlicher und individueller. Ansonsten, wenn du noch nicht bereit bist für ein Telefonat, kannst du auch einfach kommentieren. Stell gerne deine Frage hier in die Kommentare. Wir werden schauen, dass wir das möglichst individuell und auch schnell beantworten. Wenn dir das alles gefällt und du dich für diesen Inhalt hier interessierst, gib gerne diesem Video einen Daumen hoch und vergiss nicht, diesen Channel zu abonnieren. Bis dann. Ciao.